So, Zeit für eine neue Aufnahme. Ich möchte in dieser Aufnahme, wenn es geht, das Haus fertig bauen. Zunächst brauchen wir ein paar Cobblestones. Und dafür brauchen wir zunächst, ja, Spitzhacken. Gut, wo habe ich denn die Spitzhacken? Ich schau mal schnell. Hier ist nichts. Hier ist eine Steinspitzhacke. Okay, primitiv, primitiv. Steinspitzhacken sind primitiv. Und diese Musik, die ist auch so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sich auf primitiv reimt. Ich weiß nicht, was sich auf primitiv reimt. Deswegen gehe ich jetzt in den Keller rein. Und ich werde das Ganze jetzt erweitern. Und das wird mich auch ein wenig erheitern. Gut, dann würde ich sagen, wir bauen hier erstmal den Boden ein wenig weg. Den müssen wir sowieso abreißen, weil wir den später eh durch einen anderen Block ersetzen werden. Ja, und währenddessen, während wir die Blöcke hier abbauen, erzähle ich euch etwas über die Abenteuer von Christoph Kolumb. Nein. Nein, ich würde sagen, wir nehmen uns wieder ein Land vor, welches wir, ja, über welches wir diskutieren können. Oder spekulieren, je nachdem, also, je nachdem, wie viel ich halt über dieses Land weiß, ne? Gut, aber ich fürchte, wir müssen das jetzt gar nicht mehr, denn wir haben noch nicht genug Pflastersteine, wobei. Ich glaube schon, das ist recht. Diese Musik macht mir irgendwie immer Angst, wenn die in der Playlist auftaucht. Ich habe keine Ahnung warum. Die macht mir halt irgendwie Angst. Hilfe! Die Monster werden uns holen. Eines Tages. Vielleicht kommen sie und krallen uns. Die Monster, die werden uns holen. Ja, eines Tages werden sie uns holen! Gut, ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Und wenn doch, dann tut's mir leid. Mann, ich habe keine Testaufnahme gemacht. Naja, egal. Scheiß auf Testaufnahme. Wir brauchten schon Testaufnahmen. Nur Pussys benutzen Testaufnahmen. So, gut, dann. Nein, nicht wegschmeißen. Oh! Schon wieder die Mayas. Was macht ihr da hinten im Dschungel? Ich glaube, die wollen, dass ich jetzt zur Pyramide zurücklaufe und mir die Sachen hole. Deswegen spielen die jetzt mit ihrer schönen Melodie jetzt hier in meinem, ja, ich sag jetzt mal in mein Territorium rein, um mich anzulocken. Aber das könnt ihr vergessen. Ich fahre nicht auf eure Musik rein. Nein, nein, nein. Okay, ich gehe jetzt mal zur Pyramide. Nein. So, hier sind ein paar Schäfchen, die wir wieder ernten können. Mann, der Regen, der nervt ein bisschen. Der führt bei mir zu ein paar Lecks. Aber hey, ein bisschen im Regen arbeiten schade ich auch nicht. Bis auf, dass man vielleicht eine Erkältung bekommt oder so. Aber egal. Gut, das kann jetzt ein bisschen dauern. Während wir hier die Steine braten, brauchen wir, glaube ich, neues Holz für das Dach. Daher würde ich vorschlagen, ich hole mir wieder ein paar Äxte aus der Lagertruhe heraus. Oder beziehungsweise ein paar Sachen, die ich mir zu, ja, zu Äxten craften kann. Nein, das ist falsch. So, hier ist es richtig. Hier kommen die Sechs rein. Ich hau jetzt einfach mal die Hälfte davon. Oh. Ah, hier ist das Eisen, genau. Hier haben wir das Eisen. Ich platziere das Eisen jetzt in das Handwerk-Inventar rein. Ja, und jetzt gehen wir zu den Bäumen hin und fällen sie ab. Wie ein alter Holzfäller, fällen wir diese Bäume jetzt ab. Gut. Okay, jetzt muss ich euch wieder über Länder erzählen. Welches Land nehmen wir uns denn heute vor? Nehmen wir heute mal Österreich vor. Ja, Österreich war früher
Oh Gott, also ist wieder alles spekulativ, ne? Alles so vermutet ungefähr. Wie ich es halt irgendwie aufgeschnappt habe, ist keine hundertprozentige Garantie, bla bla bla. Ganz schön flink, dieses Schwein. Ich nenne dich jetzt beide Schwein. Okay, Österreich. So, Österreich war ja auch früher Teil des Heiligen Römischen Reiches. Und ja, die haben sich halt dann eines Jahres oder ja, ungefähr im Spätmittelalter, glaube ich, oder in der frühen Renaissance ungefähr. Da kann ich das jetzt nicht genau sagen, das ist genau die genaue Jahreszahl, ich kann spekulieren. Die haben sich dann mit Ungarn verbunden, zu Österreich-Ungarn. Und ja, mit Österreich-Ungarn waren sie auch lange Zeit in einer Union, sag ich mal, also in einem Land, Österreich-Ungarn halt. Und bis zum Ersten Weltkrieg allerdings, da brach Österreich-Ungarn zusammen, weil sie mit den Deutschen versucht haben, ja, die Alliierten zu besiegen, was ihnen nicht gelungen ist. Und so haben sich die Alliierten gedacht, Mensch, lösen wir doch mal Österreich-Ungarn auf in mehrere kleine Länder. Und so, ja, wurden viele Länder geschaffen, Jugoslawien, Tschechien, Slowakei, oder Tschechoslowakei, weiß ich jetzt nicht genau. Und Ungarn und Österreich wurden getrennt. Ja, und dann im Zweiten Weltkrieg wurde Österreich von Deutschland annektiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg allerdings haben die Alliierten Österreich wieder, ja, aus Deutschland heraus annektiert, sag ich mal. So dass Österreich wieder unabhängig war und ja, Österreich ist jetzt heute das Land, wie wir es kennen. Genau, so ungefähr. Na, jetzt aber. Okay, das ist total dämlich, wie ich diesen Block jetzt abbaue. Ich geb's zu. Ich brauche doch Feuerzeug oder sowas. Immerhin krieg ich Äpfel. Irgendwie kommt diese Musik in jede Aufnahme, die wir so spielen. Aber wirklich in jeder Aufnahme kommt diese schöne Musik. Und ich muss sehr oft bei dieser Musik singen, weil sie so schön gemacht ist. Gut, jetzt brauche ich ein Feuerzeug. Und fackel jetzt diesen Baum hier, der da fliegt, endlich ab. Und Schafi ist in unserem Bett. Was soll die Scheiße? Ich muss ihn verkloppen, ja. Ich werde... Wo ist Schafi jetzt gegangen? Er hat sich verpisst. Aber wo ist er jetzt hin? Ich werd's nie erfahren. Okay, gut. Gut. Jetzt werden wir hier mal ein bisschen ernster hier, so. Moment, erstmal einen Schluck trinken. Da ist schon wieder eine Meier-Musik. Ich habe hier nur Meier-Musik in meiner Playlist. Eigentlich wollte ich ja Stronghold Musik reinfügen, aber die muss ich noch sortieren. Ich habe sie schon runtergeladen, habe sie allerdings noch nicht sortiert. Da gibt's ja spezielle Musik. Zum Beispiel gibt es eine Musik, wenn man belagert wird. Und die möchte ich nicht. Ich möchte die, ja, die Burgmusik halt, wenn man so seine Burg aufbaut. Ne, da läuft jetzt auch eine normale Musik auch. So, warum erzähle ich euch das überhaupt? Ich suche jetzt gerade nach einem Feuerzeug. Wo ist es denn? Wo ist das Feuerzeug? Es ist verschwunden. Wo ist das Feuerzeug hin? Ich weiß es nicht, wo es hingegangen ist. Okay, dann mache ich mir halt eins. Haben wir denn Flint? Flint haben wir, Eisen auch. Okay, gut. Da machen wir es direkt im Inventar hier, zack. Ja, genau, so. Gut, dann let's flame the trees up. Mit einem perfekten Englisch habe ich das jetzt gesagt. Oh, dieser Baum, der ist gut.
Halt, nein, ich will nicht, dass du brennst. Hilfe! Ich rette dich. Für Greenpeace oder was auch immer. Für was auch immer sich für die Natur einsetzt. Ich glaube, es ist Greenpeace, aber ich glaube es nicht. Was? Ach, egal, weil der letzte Satz hat zwar keinen Sinn ergeben. Oh Gott, warum rede ich jetzt so geschwollen? Ich schreibe jetzt so geschwollen, damit es niemand verstehen tut. Aua. Gerade brannte ich für eine kurze Zeit. Ihr habt es gesehen. Hoffentlich brennt unser Dach jetzt nicht ab. Falls es von zu nah an unserem Dach kommen sollte. So, hier ein kleines Nachtfeuer. Ein Lagerfeuer. Lagerfeuer. Das ist das Lagerfeuer. Okay, ich singe jetzt so häufig, aber ist mir scheißegal. Warten wir jetzt, bis das verbrannt ist. Oh, ein Apfel. Der hat sich noch gerettet vor den Höllenqualen. So, hier noch mehr. Brenne! Ich werde dich verbrennen! Gut, dann machen wir erstmal so, und zwar... Nein, so nicht. So, genau. Halt, nein, was habe ich getan? Jetzt geht damit nichts mehr. Hilfe! Oh, jetzt... Okay, gut, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Lalalala. Okay, jetzt möchte ich das Menü wieder haben. Ist das jetzt irgendwie möglich? Nein, das ist ein Screenshot, das stehen. Okay, gut. Also gut, okay. Da hinten sind noch ein paar Bäume. Fällen wir sie! Bäume fällen. Je mehr Holz wir bekommen, desto besser. So, give me the Holz oder the Wood, whatever. Aus dem Weg, du blöde Kuh, du stehst mir im Weg. Jetzt schnauft sie mich schon wieder an, wahrscheinlich weil ich sie blöde Kuh genannt habe. Mit wem legst du dich hier an? Pass auf, mit wem du dich hier anlegst. Ich habe Freunde. Viele Freunde. Nämlich meine Schafe. Die machen dir die Hölle heiß. Und die zahlen die Heim. Die Heim? Egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Die zahlen es dir heim. Genau das wollte ich sagen. Verdammt. So, ja. Wahrscheinlich merkt ihr, dass ich heute ein bisschen anders drauf bin als sonst. Ich bin ehrlich gesagt ein wenig müde. Deswegen versuche ich mich jetzt dadurch Munterkeit jetzt irgendwie wach zu kriegen. Weil ich habe heute nur sage und schreibe nur 2 Stunden gepennt. Keine Ahnung warum. Einfach mal so. Nö, mein Körper hat mal gesagt: Mensch, Kevin, pennst du mal 2 Stunden? Das tut dir sicherlich ganz gut. Besonders im Let's Play. So. Okay, gut. Soll ich euch über ein weiteres Land erzählen? Über welches Land denn gibt's? Welche Länder gibt's denn noch? Japan habe ich ein Referat mal gemacht in der Schule, da wüsste ich einiges. Aber auch nur ein paar Details, sag ich mal. Nicht alles, aber nur ein paar Details. Japan war ja früher so ein Shogunat herrschte dort. Also ein Shogun herrschte früher über Japan. Der Shogun, der... Moment, jetzt muss ich nachdenken. Nicht, dass ich euch was Falsches sage. Oh Gott, wenn es meine Lehrerin dann sieht, bei der ich das Referat gemacht habe, wird sie meine Note bestimmt ändern. Weil ich jetzt habe ich wahrscheinlich alles wieder vergessen. Okay, Japan. Früher herrschte in Japan ja mehrere Clans, sage ich mal. Und jeder Clan, der hatte einen Anführer, einen sogenannten Daimyo. Und die Daimyos, die dienten einen Shogun. Der Shogun, der war damals der Herrscher über Japan. Und ja, dann gab es irgendwann mal eine Zeit, da versuchte ein Daimyo den Shogun zu stürzen. Es ist ihm auch gelungen, und zwar war das der Herr Tokugawa. Ja, der nette Herr Tokugawa, der hat einfach zu dem Herrn... Keine Ahnung, was gesagt. Hey, ich will mal schnell
Shogun werden, ne? Und das ist er dann auch geworden, indem er ein paar Länder eroberte. Oder was heißt ein paar Länder? Ein paar andere Clans eroberte. Und ja, dann wurde er zum Shogun erklärt. Und dieses Shogunat, das war für eine lange Zeit in Japan aktiv. Für 200 Jahre, glaube ich, herrschte dann Frieden in Japan. Und danach kam die Edo-Zeit. Da kämpften die Truppen des Shoguns gegen die Truppen des Kaisers. Woher der Kaiser herkam, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwie Reformen oder so. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Ja, und schließlich gewann der Edo-Krieg. Nee, Edo-Krieg ist der nicht, oder? Ach, egal. Irgend so ein Krieg halt, ne? Der war so im 19. Jahrhundert. Den gewann dann der Kaiser und in Japan herrschte dann ein Kaiser. Ja, dann kommen wir nun zur Neuzeit. Ihr kennt doch sicherlich den Zweiten Weltkrieg, oder? Ja, wer nicht, ne? Haben ja häufig genug in diesem Let's Play darüber erzählt. Ja, und da griff halt Japan mit,